September 1970. Eine Legende wird geboren. Das erste Coupé der Marke Opel Manta startet als Antwort auf Fords Capri seine Erfolgsgeschichte, die 17 Jahre andauern sollte. Der Motor des Manta SR 1600 hält genau das, was er von Anfang an versprochen hat. Egon hat einen neuen Wagen. Den neuen Manta von Opel. Sportlich schick. Einen Manta fahren. Ein herrliches Gefühl. 1975 folgte die neue Generation des Wagens mit dem Namen des Teufelsrochen mit unglaublichem Erfolg. Der Manta B. Die beiden Mantas sofort an der Spitze. Karl-Heinz Schäfer fährt allen davon. Bestleistung für Opel. Ende der 80er dann das Mysterium. Wie aus dem Nichts tauchen plötzlich überall Manta-Witze auf und führen 1988 schließlich zum definitiven Aus für den Kultwagen und den allgemeinen Abstieg der Verkaufszahlen von Opel. Bis heute wissen nur wenige, was damals wirklich geschah. Die Firma Opel hat in den 70er Jahren den Manta rausgebracht. Ein wunderschönes Auto eigentlich, nicht? Aber für unsere Firma natürlich eine Riesenkonkurrenz. Der Wagen war wirklich einer der besten Fahrzeuge, der besten Sportfahrzeuge Deutschlands. Ich weiß noch, dass ich einen Brief gekriegt habe vom Vorstand. Und da stand etwa sinngemäß drin, Sie haben alles zu unternehmen, dass dieser Wagen nicht als Konkurrenzfahrzeug in unsere Produktion hineinpusht. In den 80ern, in einer schweren Krise und bedroht durch die überragenden Leistungen des Opel Manta, startet Herbert R. eine Kampagne, die bis heute in der Geschichte einzigartig sein dürfte. Das Projekt 1450, heute unter Eingeweihten eher bekannt als die Manta-Verschwörung. Das war der Anlass, das war der Ursprung, dass die Manta-Witze entstanden oder in Auftrag gegeben worden sind. Manta-Fahrer ist 1,80 groß. Wie groß sind 10 Manta-Fahrer? Hä? 18 Meter? Auch 1,80. Die sind so hohl, die kann man ineinander stapeln. Und da haben wir festgestellt, da gibt es so einige Komiker. Ingo Insterburg war das. Der hat dann gleich abgelehnt. Er hat gesagt, ne, sowas mache ich nicht. Und da habe ich eigentlich den Karl Dahl kennengelernt. Der mich gerade fürchterlich belastet mit einem Haus, was ich gekauft habe. Und das Entertainment lief nicht mehr so gut. Am Anfang, als ich ihm das sagte, da hat er mich ganz komisch anguckt. Ich meine, er guckt ein bisschen komisch, nicht? Aber da hat er noch komischer geguckt. Aber als ich ihm dann gesagt habe, was er kriegt, da hätte jeder gesagt, okay, dafür mache ich's. Es wusste ja keiner, dass ich die ersten 100 Manta-Witze selbst erfunden habe. Und dann erzählt man mir in Kneipen immer irgendwelche Manta-Witze. Und manche erkannte ich natürlich wieder, weil ich das Copyright drauf hatte. Ich bekam ja pro veröffentlichten Manta-Witz in irgendwelchen Gag-Zeitungen bekam ich ja Tantiemen. Und dass sogar noch Kinofilme mit Till Schweiger und so weiter Manta gedreht wurden, auf die ich gar keinen Einfluss mehr hatte, habe ich mir doch so meine Gedanken gemacht. Jetzt guck doch wenigstens mal rüber, so scheiße sieht er gar nicht aus. Hey, was bildest du dir eigentlich ein, du dumme Gans? Hey, Betty, pass auf! Du blöde Kuh! Also ich muss sagen, dass mir das im Nachhinein unheimlich leid tut, alles, was ich da gemacht habe, obwohl ich nicht der Hauptverursacher bin. Später ist erst herausgekommen, dass Porsche dahinter steckte, weil Porsche Absatzschwierigkeiten hatte mit seinem neuen Modell. Die Zeiten waren völlig anders und sie haben keine Vorstellung, was passiert wäre, wenn man es nicht gemacht hätte. Und warum soll ich mich für etwas, was ich für die Firma gemacht habe, auch nur heute entschuldigen? Ich war noch nie in einer Talkshow mit dieser Geschichte und wollte auch nie damit an die Öffentlichkeit. Naja. Ich bitte an dieser Stelle um Vergebung.